Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, da geht's auch schon wieder los. Ab in die nächste Runde unserer 5 Euro Überraschungsshow. Und ich weiß ganz genau, Sie haben schon drauf gewartet, denn Sie wissen genau, dass wir in den kommenden 30 Minuten jeden einzelnen Artikel auf gerade mal 5 Euro herunterreduziert haben. Ganz gleich, was der vor ein paar Minuten noch gekostet hat. Sie dürfen gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen etwas anderes. Nur einen kleinen Vorausblick können wir Ihnen nicht geben, weil wir drei völlig ahnungslos sind. Wir haben wirklich keinen blassen Schimmer, aber eine Dame weiß ganz genau, was wir zeigen werden. Und ich glaube, es geht um Aufbewahrung oder sowas gleich im ersten Teil. Wir sehen uns das Ganze mal an. Dame auch schon. Guck mal, guck mal. Sehr schön. Holla, holla, holla. Bitte schön. Mal was für unterwegs dabei, hm? Ja. Das kleine Hüngerchen zwischendurch. Ja, das haben wir immer. Mit Henkelmännchen, das ist ja großartig. Eine Brotbox, oder? Du kannst es auch verschiedene Sachen reinmachen. Zum Beispiel auch für Pasta. Ich finde das genial. Oder für Müsli und Joghurt, Pasta und Soße. Auch natürlich, du kannst hier zum Beispiel Salat und Dressing. Obst und hier zum Beispiel Brot mit Käse machen auch. Mit, für Schule, für Uni, für Arbeit. Perfekt. Ja, wenn Picknick. Du das, wenn, ich sag mal jetzt mal so ein Klassiker, Spaghetti Bolognese. Ja, wenn du sowas zusammen, Nudeln und Soße, in einen Pott reinschmeißt, dann suppt das immer alles so durch. Dann wird das eher matschig. Ja. Hier bei dieser Lunchbox, so nennt man das im Fachjargon, haben wir zwei Etagen. Das heißt, in die eine Etage, um bei dem Beispiel zu bleiben, kommen die Nudeln rein und in die andere Etage die Soße. Ja. So, und wenn sie dann soweit sind und sind dann bereit, Nahrung aufzunehmen, dann kann man das schön zusammenkippen. Gleiches gilt natürlich für Salat und Dressing, was auch ganz gerne mal so ein bisschen durchmatscht. Wenn man Müsli das zusammen reinpackt, bitte? Müsli-Joghurt oder wie zum Beispiel wie unsere Monika heute gegessen. Kartoffelpuffers und Apfelmus. Musst du nicht zusammen alles. Das wäre traurig, wenn man das zusammentut und dann nach 3-4 Stunden nur noch eine Matschepampe da hat. Oh, ja? Oh. Ja. Also ideal, eine tolle Lunchbox mit zwei getrennten Behältern hier. Ja. Und ich sehe, die hat da oben so ein Luftloch. Das heißt, die kann man auch in die Mikrowelle tun, glaube ich. Ne? Gefrier geeignet, spülmaschinenfest und mikrowellenfest. Mikrowellenfest, ne? Perfekt. Ja, ja. Das Schöne ist, du kannst ja auch nur eine Etage mitnehmen. Das würde ja auch passen. Ja, wenn ja. du jetzt nur eine Sache hast, brauchst du ja nicht die ganze Box mitzuschleppen. Aha. Macht das Ganze recht übersichtlich, aber gedacht ist es eben für eine saubere Trennung der entsprechenden Lebensmittel. Und das dann auch noch mit diesem Henkel oben dran, den man auch das sehr schön super. Versenken kann an der Seite. Ja. Ja, also das ist schon mal eine ganz coole Angelegenheit. Schnappverschlüsse. Auch schön. Ich finde die optisch auch sehr schön, muss ich sagen. An, ja. Sieht appetitlich aus. Das ist cool. Auch gut. Es gibt ja manche Lunchboxen, wenn man die anguckt, vergeht einem der Appetit schon allein aufgrund der Optik. Die typische Lunchbox früher so weiß mit einem roten Deckel, oder? Ja. Wo irgendwie einmal alles reinkam. Ja. Und alles durcheinander dann. Alles durcheinander. Aber es war immer drin ein belegtes Brot. Ja. Ein Trinktütchen und ein Schokoriegel oder so. Ja, stimmt. Oder? Das war so die Standardausstattung. Ja. Ja, so. Also für alles. Für Ausflüge, Büro, Baustelle, Schule. Das Ganze BPA-frei aus einem stabilen Kunststoff. Der hält also auch mal was aus. Ja, also gerade dann, wenn man unterwegs ist, ist das praktisch. Und die Sandra aus Bochum schreibt uns, die Box ist perfekt fürs Büro. Einfach zu handhaben und stabil. Einfach ein gutes Produkt. Recht Sehr hat gut. sie. Und der Jockel aus Sinsheim schreibt uns, praktische Idee für den kleinen Imbiss unterwegs. Wenn der kleine Hunger kommt, gell? Ja. Ja, guck mal hier, das ist doch typisch so. Schön Gemüse und dann noch so ein frisches Brot. Wenn das gemischt wird, dann fliegt alles durcheinander. Ich finde das richtig klasse hier, dass wir hier zwei Abteilungen haben und das Ganze eben so einfach mitzunehmen ist. Ja. NX9170 und die 569. NX9170 und die 569. Und wenn Sie spontan sagen, ja, aber zwei Kinder, dann bestellen Sie einfach zwei. Bis zu fünf können Sie zugreifen. Unbedingt. Bis zu fünfmal, so. 5 Euro. Und was ist, wenn ich sage, ich habe aber 3 Kinder? Dann bestellst du 3. Okay, bitte schön. Dann pienst du nicht rum, bestell einfach 3. Und Diana hat 4 Kinder. Diana hat schon 4 Kinder. Oh. Ja, ihr seid meine Kinder. Habt ihr heute mal rausgeguckt? Es hat richtig geregnet hier. Ja. Gestern auch. Und wenn man dann nach Hause kommt, hat man nasse Schuhe. Yeah. Und wenn die abends dann da liegen und am nächsten Tag will man wieder reinsteigen, dann sind die vielleicht immer noch nass und kalt. Richtig schlimm. Wir haben hier einen elektrischen Schuhtrockner mit 2 Trockenmodulen. Ganz, ganz einfach an. Hat einen USB? Hier, nee, einen Stecker sogar. Mit Stecker? Steckst du einfach in die Steckdose, brauchst nicht mal ein Netzteil oder so. Und dann werden die ihre Schuhe hier getrocknet. Das sehr, ist ja sehr eine coole schonend Angelegenheit auch. Hier.
Man hat ja sonst diese Wasserränder auch oft an diesen Schuhen. Kennen wir auch alle. Bei Lederschuhen ätzend. Wenn die nass werden, hast du diese Ränder da drin, wenn du die nicht richtig imprägniert hast. Könnte ich mir auch vorstellen, gerade wenn du Kinder hast, die jetzt vielleicht bei so einem Wetter oder was immer so zweimal die Woche Fußballtraining haben, die kommen in nassen Schuhen nach Hause. Oh ja. Ja, oder rennen durch jede Pfütze. Jeder, der Kinder hat, kennt das. Macht ja auch Spaß. Ja, in der Tat. Ja, aber da müssen die Schuhe trotzdem wieder trocken werden. Ja. Die kannst du auf die Heizung stellen. Im schlimmsten Fall kokeln sie dir an oder verziehen sich. Leder wird brüchig, ganz genau. Dann trocknen sie doch einfach von innen. Der Klassiker natürlich, klar, Skischuhe und sowas. Ja. Am Ende vom Skifahren oder zum Beispiel auch normale Sneakers, wenn du wäschst deine Sneakers oder so einfach andere Schuhe, das nimmt so lange Zeit, das dauert wirklich lang, weil deine Schuhe würden wirklich trocken. Mhm. Also draußen natürlich ja, aber drinnen, also ich glaube auch einfach so, jedes Mal, wenn sie Schuhe waschen, das auch zu nutzen, finde ich das auch genial, sehr praktisch. Oder auch mal um die Hausschuhe oder so vorzuwärmen. Ich finde das einfach immer angenehmer, wenn die Schuhe schön warm sind, wenn man nach Hause kommt oder vielleicht auch mal in der Badewanne war. Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Und jetzt für den Preis. Ja. Und dann schön in die warmen Schuhe. Ach so. Aus der Badewanne raus. Ja, meine Oma hatte früher immer meine Schuhe vorgewärmt, wenn ich zu Besuch kam. Das ist ja großartig. Auf der Heizung. Aber das ist immer so eine Sache. Ne? Auf der Heizung ist auch gefährlich. Ich kenne diese Schuhe. Das sind deine. Ja, ich kenne die Schuhe. Also, Sie kennen das Wetter, Sie wissen, was nasse, kalte Schuhe sind. Das ist ideal dagegen. Natürlich können Sie es gerne bis zu 5-mal bestellen. Klar, man hat ja oft mehr als ein paar Schuhe, was nass ist von Kindern, vom Partner. Hier ganz einfach bestellen für nur 5 Euro. Ich habe sowas auch noch nie woanders gesehen, muss ich sagen. Ich wüsste gar nicht, wo ich sowas kaufen sollte. Schuhtrockner? Nee. Wüsste ich jetzt also auch nicht. Im klassischen Schuhgeschäft kriegst du Einlagen, Imprägnierspray, alles Mögliche, aber wahrscheinlich keine Schuhtrockner. Also habe ich zumindest noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also praktisch. Auch wenn Sie von der Baustelle kommen, ich glaube, da haben wir eine Kundenstimme zu. Wenn man jetzt mit nassen Arbeitsschuhen nach Hause kommt und muss die am nächsten Tag wieder anziehen, ist man natürlich auch froh, wenn man nicht am nächsten Tag in so einen klammen Schuh rein muss. Ja. Du kannst ja die Erkältung auch sehr schnell erkältet werden. Oder? Ja, gerade jetzt die gefütterten Schuhe, die man im Winter hat, das saugt sich ja dann nochmal richtig voll mit Feuchtigkeit. Ja, die sind auch immer teuer, ne, die Winterschuhe. Ja, ja. Will man ja auch noch behalten. Ja, ja. Die Edwina aus Friedberg hat geschrieben, wenn ich mit meinem Hund draußen war, sind oft die Schuhe nass. Klar, da muss man ja bei Wind und Wetter raus. Da kann man sich nicht aussuchen. Oh, ich warte erst mal, bis es wieder trocken ist. Ja. Mit diesem Schuhtrockner sind die Schuhe schnell wieder einsatzbereit. Das werden Sie auch feststellen, wenn Sie sich bestellen. Für nur 5 Euro das Paar hier. Ganz, ganz einfach Ihre Schuhe schonend und vor allem super schnell wieder trocken zu kriegen. Ganz tolles Produkt hier, habe ich so noch nicht gesehen, für nur 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NX8542 und die 569. Damit haben Sie immer trockene, warme Schuhe, auch zum Vorwärmen. Finde ich sehr gut von deiner Oma, dass sie das gemacht hat. Das war herrlich, ich sage es euch. Das ist ja echt Luxus, oder? Super angenehm. Ja, es ist ja widerlich im Moment draußen. Meine Kleidung hing auch immer über der Heizung. Boah. Ganz schön verwöhnt, die Frau Wulff hier. Ja, wir müssen das jetzt ausbaden. Ja, wir müssen das jetzt. Wir leiden jetzt runter. Genau. Hoppala. So, ich trage die Verantwortung. Für was trage ich denn die Verantwortung? Für einen Adapter-Stecker. Ja, ein kompaktes Doppel-USB-Netzteil mit USB-C sogar und USB-A-Anschluss. Also, das ist ja wirklich super praktisch, weil USB-C haben ja so mittlerweile viele gängige Geräte, soll ja jetzt auch irgendwann regulär werden und hier hat man das schon mit dran. Einfach für die Steckdose, finde ich wirklich klasse. Ja, guck mal, da hast du sogar einen kleinen Henkel, kannst du noch mit hin und her tragen. Süß, ja stimmt. Hatte ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist aber ich glaube wahrscheinlich, dass auch für Kabel wahrscheinlich irgendwie, das muss das auch Funktion haben. Ich weiß noch nicht. Was? Ich glaube, das auch muss Funktion haben. Nicht nur wir tragen, auch wahrscheinlich mit Kabel etwas kannst du machen. Oder einfach nur rausziehen. Ich finde das genial. Ja, das ist mein erster Gedanke gewesen. Ich finde das genial, die Größe jetzt schon mal für so ein USB-Netzteil. Ne? Normalerweise sind das immer welche, die stehen so weit raus aus der Steckdose. Das hier ist ja wirklich genauso groß wie die Steckdose selber. Das heißt, es blockiert keine anderen Stecker, wenn sie es in eine Mehrfachsteckdose tun. Und wie gesagt, wir haben hier zwei Ausgänge, USB-C und USB-A. Und ich weiß, unsere Netzteile kosten so 6-7 Euro, wenn wir die im Sale mit haben.
Das hier nur 5 Euro und Sie dürfen es bis zu 5-mal bestellen. Also das ist mit so das schickste USB-Netzteil, was ich bis jetzt gesehen habe. In der Tat. Unser Modell verschwindet die Bus, oder? Das verschwindet wirklich fast komplett in der Steckdose. Das ist richtig. Und du kannst eben mit... Ach, zum Rausziehen, weißt du? Ja, sag ich ja. Zum Rausziehen aus der Steckdose. Stimmt, das ist Funktion. Nicht natürlich, zum weil das ist so Die hören mir gar nicht platt. Zu, weißt du? Carsten, weißt natürlich. Du, wofür das ist? Ja, ich hatte schon mal eine Vermutung geäußert, aber es war ja eher so eine gewagte These, dass man das einfach nur damit besser ausziehen kann. Gesagt. Ich habe das nie gehört, aber ich das ist wirklich cool. Ja, das Coole ist, du hast hier zwei Geräte, die du gleichzeitig mit Strom versorgen kannst und brauchst aber nur eine Steckdose. Mhm. Was ja für viele der Grund ist, warum man dann eben sagt, ich brauche so ein doppeltes Netzteil. Und USB-A und USB-C sind dann wirklich mit die gängigsten Geschichten. Ja. Ich sag mal, die USB-A-Anschlüsse, um alles Mögliche zu laden. Aber USB-C, ich meine, meines Wissens hier ab Ende 2024 wird das europäischer Standard. Wie viel Gramm wiegt das denn? Was schätzt du? 70. Weniger? 20. Weniger 20. Als 70 Gramm. 20? Mehr? 21. 56 Gramm. 56 also Gramm. Perfekt auch für Reisen. Da war ich näher dran. Fürs Reisegepäck. Das die Bestellnummer ist ZX5404 und die 569. Das hat mir richtig gut gefallen. Braucht man immer. Schönes USB-Steckerli. Ich finde das irre. Für 5 Euro. So, was jetzt ist hier los? Kommt unser Preisalarm. Preisalarm bedeutet, bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Oh. Weil es ein ganz besonderes Produkt ist. Heute ist eine Wärme. Wärmflasche. Heute ist Wärmemachen angesagt. Aber eine riesengroße, boah, ne? Die ist aber echt groß. Ist ganz schön groß. Das war eine riesen. Was kostet denn Wärmflaschen heute? Also eine XXL-Wärmflasche. Oh, rot. Toll. In Rot, genau. Mit 2,3 Liter Inhalt. Was hat eine normale Wärmflasche? Ein Liter, glaube ich, ne? Das sind ja immer so DIN A4 Größe, oder? Normale Wärmflasche, behaupte ich jetzt mal. Ja. Also halb so groß bestimmt. Ja. Wir haben jetzt in unserer Maske auch eine. Wir nutzen auf der Arbeit auch ab und zu. Ich habe zu Hause, glaube ich, auch 3 Wärmflaschen, aber so großen habe ich nicht. So cool. Na, das ist wahrscheinlich für ganzen Bauch oder für ganze Rücken oder für ganzen Füße oder sowas. Aha. Schön. Also Wärmflasche kann wirklich jeder brauchen. Das ist eine riesengroße und kostet nur 5 Euro. Denken Sie dran, ist unser Preisalarm. Also bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Aber das ist mal eine ordentliche Größe. Vielleicht auch so Vorwärmen vom Bett oder so. Das ist groß. Habe ich letztens auch mal gemacht. Ist das nicht schön? Hatte ich noch eine Wärmflasche übrig vom Sofa und habe gedacht, bevor ich zu Bett gehe und mir die Zähne putze, legst du die vorher mal ins Bett. Ja. Wir haben noch so eine Viertelstunde oder so. Oh. Ist angenehm. Oh. Ne? Und das großartig. Ist ein bisschen größer, noch mehr Platz. Ne? Ja. Wird gewärmt. Ja. Und bleibt auch länger warm dadurch, ne? Mit Sicherheit. Also XXL-Variante das Ganze, besonders einfach und sicher durch die breite Öffnung da oben. Was ja häufig auch ein Problem ist bei den kleinen Wärmflaschen, dass die Öffnung da oben entsprechend auch klein ist. Dann wird das Einfüllen etwas schwierig. Ich glaube, wir haben uns alle schon mal beim Einfüllen einer Wärmflasche die Flossen verbrannt. Das Gefühl schon, kennt jeder, ne? Schon sehr genau. Man hat so den Gummigriff, ne? Man hat immer ein schlechtes Gewissen. Hier auch so, was heißt? Extra Tipp, in unserem Shop finden Sie auch den passenden Bezug, wer sich schon gefragt hat, warum der hier, ob nun besticktes Vlies, Tierfelloptik oder angesagte Strickoptik. Gibt es also auch im Shop. Oh, das finde ich toll mit Bezug dann auch. Ja, zur Not nimmst ein Handtuch, legst es drum. Ja, also klassische Gummivariante, geht nicht kaputt, hält was aus. Was kostet denn heutzutage? Gibt es bestimmt 10 Euro, eine ganz normale. Boah. Die hier ist riesengroß und nur 5 so Euro. Kuschel. Drogeriemarkt behaupte ich mal so um die 10 Euro. 10, 15 Euro für eine Wärmflasche auch, mit Sicherheit. Ne? Ja. Schön macht ihr die immer voll? Also randvoll bis oben hin? Nein. Oder lasst ihr einen kleinen Spalt und knickt sie ein? Ja, ein bisschen. Damit, so ein bisschen, damit das so etwas fluffiger wird. Zum Kuscheln, ja. Weil wenn das ist zu voll, dann kann das jemand so rutschen. Dann ist das eher wie so ein Stolperkissen. Wie so ein Autoreifen. Ne? Ja, wie so ein Autoreifen. Ja. Dann lieber ein bisschen flacher. Also ein schönes Modell. Guck mal für dich. In der XXL-Variante gegen Verspannungen, Schmerzen, kalte Füße und vieles mehr. 2,3 Liter passen da rein. Das ist natürlich mal richtig klasse hier. Das ist eine echt Klatsch. Stattliche Größe. Habe ich noch nie gesehen, so eine große Wärmflasche. Nee. Ich fühle mich so klein. Wenn die so anfasst, fasst sie an wie eine normale Wärmflasche. Also richtig klasse. Sieht aus wie eine normale Wärmflasche, fühlt sich an wie eine normale Wärmflasche, oh, ist aus aber keine normale Wärmflasche. Aus Natural Rubber, XXL. Aus Naturkautschuk. Natural Rubber? Was kostet die normal? 14 Euro sehe ich hier. Das finde ich schon einen guten Preis, ne? Bei Pearl.de. Sie sparen heute tatsächlich 9 Euro. Wir haben mehr als die Hälfte runtergenommen. Unglaublich, was wir alles hier in der 5-Euro-Show haben. Denken Sie daran, die Preise gelten nur 2 Stunden
oder bis das Kontingent alles. Deswegen am besten immer sofort anrufen, wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt. In dem Fall bitte nur einmal zugreifen, weil es unser Preisalarm war und ist die NC2274 und die 569 für unsere XXL-Wärmflasche. Farbe Rot. Farbe Rot. Auch ein schönes Rot, ne? Schönes Rot. Schönes Rot. Ich würde hier auch in grün-lila kariert nehmen, wenn mir kalt ist. Ja. Ja. Oder? Hauptsache die Wärme. Ja. Ah. Dankeschön. Oh. Nein. Das stimmt, Schauspieler. Och. Was haben wir denn da? Eine digitale... Immer ein Löffelchen für Moni. XL-Löffelwaage. XL, das ist, das würde ich mal XL. Das ist XL. Oder? Also 250 Milliliter. Oh ja, so. Ja, und damit kannst du jetzt Sachen auf 0,1 Gramm genau messen. Wow. Wiegen. So, wieso geht sie nicht an? Nutella-Löffel. Aha, Nutella-Löffel. Ja, für den Schokocreme. Ah, ja, stimmt. Ja. So, jetzt pass auf. Also, du kannst hier wahrscheinlich aufs Gramm genau wiegen, oder? Du kannst auf 0,1 Gramm genau wiegen. Und Tara-Funktion hat es auch noch. Also, wenn du zum Beispiel mal 15 Gramm Basilikum oder noch kleinere Werte brauchst. Es gibt ja Gewürze, da kommt es wirklich auf jedes Mikrogramm an, sag ich mal. Ne? In der Tat. Safran. Safran. Oh Gott, wenn man zu viel Safran nimmt, ist das nicht gut. Aber Safran ist sehr lecker eigentlich. Das ist auch teuer. Das ist ein Gramm Safran wie ein Gramm Gold. Kennt ihr? Echt? Ja. Das habe ich so kaputt gemacht. Könnt ihr googeln, wirklich. Du hast sie nicht kaputt gemacht, das ist so gewollt. Die kann man jetzt das soll so. Ganz einfach das sauber machen, indem man einfach die Löffelschale in die Spülmaschine tut. Ja, macht alles nur. So, also einfach hier lösen, zack, und dann kann man das direkt in die Spülmaschine reinpacken. Tee ist auch, ne? Tee ist auch wichtig, dass man genau die richtige Menge hat. Und wenn man Vögel als Haustier hat, ist es auch gut. Warum? Kann man die wiegen. Du kannst deinen Vogel damit wiegen, stimmt. Ja, Papagei. Bis wie viel Kilo geht denn das? Oder bis wie viel Gramm? 0,75. Ist nicht... Moment. Bis 800 Gramm. Bis 800 Gramm. Also ist jetzt nicht so für die großen Mengen, sondern wirklich eher für die kleinen, überschaubaren Mengen. So 150 Gramm Backpulver oder so. Wiegen. Dein Mittagessen. Mein Mittagessen? Ja. Das brauchst du 16 solchen Löffel. Da brauche ich. Nein, das reicht. Ja, aber ist doch wirklich praktisch. Also eine Löffelwaage finde ich per se praktisch zu Hause. Gerade mal für die kleinen Mengen. Ja, dem erzähle ich das. Ihr backt mehr als ich. Ja, Backpulver zum Beispiel, Hefe. Brauchst du auch manchmal 5 Gramm. Nein, das sind so diese das sind, ihr lacht, aber es sind genau die Sachen, wo es genau auf die richtige Dosierung ankommt. Ja. Gerade wenn du zu viel Backpulver nimmst, dann wird alles so fluffig. Wenn du zu wenig nimmst, wird es klitschig. Da muss also genau die richtige Menge genommen werden. Bei Hefe natürlich auch. Wenn man zu viel Hefe nimmt, dann bläht das alles auf mit Luftblasen. Wenn man zu wenig nimmt, geht es überhaupt nicht auf. All diese Sachen sind sehr wichtig in der Küche. Dafür braucht man eine Löffelwaage oder, wie Moni gesagt hat, wenn Sie Ihren Vogel mal wiegen wollen. Wie will man wie heißt denn Vogel? Ihren Vogel mal wiegen wollen? Die hießen Sissi, Kiki, Paul und Johnny und Lena ist weggeflogen. Und ich hätte so gern wieder neue Vögel ins Haus. Kiki, Paul und Johnny? Ja, und Lena ist weg. Die lebt aber bestimmt noch draußen. Fünf Vögel? Ja, erst zwei und dann ist Lena weggeflogen. Und dann habe ich, weil meine Mama einen Fehler gemacht hat und das Fenster offen gelassen hat, durfte ich mir dann noch drei aussuchen. Hast du ihr verziehen? Boah. Was waren das denn für Vögel? Nymphensittich hier mit diesen Härchen hier oben. Die grauen mit dem gelben Gesicht, ne? Die gibt es in Grau, in Gelb. Ich hatte einen in Blau. Die Sauerei ohne Ende? Ja, das geht. Ja. ZX6517 und die 569 für unsere XL-Löffelwaage. 250 Milliliter bis zu 800 Gramm können Sie damit messen. Und natürlich mit Tara-Funktion. Den Löffel, die Schale können Sie ganz einfach abnehmen und in die Spülmaschine tun. Also super einfach auch sauber zu halten hier. Ich finde, das ist ein richtig tolles Produkt. Ja. Gehört, meine ich, auch in jede Küche. Ja. Wobei ich gerade die dritte Anzeige da unten drunter nicht verstanden habe. 0,273, was war das dritte? Nee, es war ja, sind ja nicht drei Displays drin, sondern nur eins. Das waren alles unterschiedliche Maße. Die kann unterschiedliche Gewichte anzeigen. Was meinst du gerade? Da standen drei Anzeigen.
Und die unterste habe ich nicht. Nee. Da. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Also Vorsicht, heiße Oberfläche. Im Fernseher. Oh, guck mal, für Büro. Oh, wir sorgen wieder für Wärme. Ah, hey, heute ist Tag der Wärme. Internationaler Tag der Wärme bei Pöltv. Ein USB-Tassenwärmer mit Automatik und Warmhaltefunktion. Das ist genial. Das braucht Ingo auf jeden Fall. Das braucht jeder, glaube ich. Ich glaube, jeder, der gerne einen Kaffee trinkt. Ich hätte ja auf Ralf getippt. Ja, ich dachte auch über Ralf. Oder? Wir trinken alle gerne Kaffee und Tee, wenn wir mal am Schreibtisch sitzen. Das hält Ihre Tasse warm. Ganz einfach in den USB-Port stecken, entweder an Ihrem Rechner oder in ein USB-Netzteil. Die schaltet sich auch automatisch ab, wenn Sie keine Tasse drauf haben. Das finde ich eben klasse hier. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als hier in der Sendung zu sein. Dann kommt man zurück an seinen Schreibtisch und hat so eine halbe Tasse kalten Kaffee. Ne? Da ist ein Kontaktschalter unten drunter. Das heißt, wenn Ganz Sie eine Tasse draufstellen oder einen Teller mit Suppe oder mit Pudding oder sowas geht, also alles, das ist ein extra breites Fach, ist wie so ein Keramikkochfeld, so ein Glaskeramikkochfeld, nur eben in klein. Nur müssen Sie es nicht einschalten. Sie können es mit Strom versorgen, über einen USB-Anschluss, in der Regel wahrscheinlich am Rechner, am Laptop oder was. Oder mit einer Powerbank geht das auch, ja. Und dann, sobald Sie die Tasse draufstellen oder eben mal ein kleines Behältnis, dann wird das aufgewärmt. Macht natürlich Sinn, wenn Sie da jetzt keinen Kunststoff draufstellen, weil es wirklich warm wird. 55 Grad Celsius. Hält das Ganze warm. Bringt also, ich sag mal, eine Flüssigkeit nicht zum Kochen, aber hält es länger warm. Und das kennen wir wahrscheinlich auch alle mal. Ja, wenn du irgendwie mal gerade einen Kaffee rausgelassen hast, dann ist irgendwie im Gespräch oder sowas. Und wenn du dann wieder zurückkommst, ist das Getränk kalt. Das schmeckt natürlich da wieder ganz anders, wenn es einfach warm bleibt. Sieht auch schick aus, ne? Durch diese Glas-Keramik-Oberfläche hier. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, wo man sowas sonst kriegen würde. Hier ist Ihre Chance. 5 Euro. Vielleicht auch für einen Kollegen, der gerne Kaffee oder Tee trinkt hier. Oder einen Teller Suppe oder sowas. Also wirklich klasse gemacht. So ein kalter Pudding schmeckt ja auch nicht, ne? Kalter Pudding, im Moment ist Puddingzeit. Wenn es draußen kalt ist, machst du dir einen Vanillepudding. Pudding, warm. Schauen wir, wie groß. Ja, sicher warmer Pudding. Okay. Isst du kalten Pudding? Ja, immer. Milchreis esse ich gerne warm. Ja, sicher. Oh. Milchreis, Grießbrei, Pudding, alles warm. Ja. Nein. Na klar. Echt? Ja, sicher, gerade warm. Selbstverständlich. Okay. Die Bestellnummer ist die ZX480, 81 und die 569 für unseren USB-Tassenwärmer mit Automatik und Warmhaltefunktion. Bis zu 55 Grad Celsius hier, das ist wirklich super praktisch. Belastbar übrigens bis zu 5 Kilogramm. Also da kann Carsten auch mal eine ordentliche Portion Suppe essen. Ja, oder Pudding. Oder auch Pudding warm. Pudding, der war ja auch seelenwärmer. Ja. Kann ich gebrauchen. Ja, aber warm seelenwärmer. Wir reden später. Scheiß Therapeut sagt, das tut mir gut. So. Pudding? So, was ist denn hier los? Was ist das? Sieht nach Licht aus. Ist das Licht, oder? Ich glaube, es ist Licht, ja. Oh, Moment, eine Arbeitsleuchte, ne? Wie mache ich das an? Ich sehe noch Magnethalterung. Guck mal hier, zack. Oh. Die ist ja cool. Haben wir irgendwas Metallisches? Nee, ne? Nee, das ist nicht metallisch. Das ist nicht metallisch. So, also, pass auf. Ich gebe das mal weiter, weil ich habe hier die... Also, es ist eine schwenkbare Arbeitsleuchte mit LED, 3 Watt, 100 Lumen, also schon mega hell das Ganze. Mit Magnetfixierung an diesem, an dieser Halterung. Und wie Sie gerade schon gesehen haben, kann man das Ganze natürlich im Winkel einstellen. Das heißt, man pappt das überall dort dran, wo man eben eine magnetische Fläche findet, an ein Regal beispielsweise, zur Not mal an den Schrank oder was. Also überall dort, wo man Licht braucht, wo was Metallisches zu finden ist. Und dann kann man das Ganze vom Winkel her einstellen. Das wird mir ein bisschen auf den Keks gehen, wenn ich ein vernünftiges Licht brauche. Aber auch so ein Flackerlicht wäre möglich. 100 Lumen, entweder mit 100% Leuchtstärke, 50% Lichtstärke oder als Blinklicht. So, der ist batteriebetrieben. Ist natürlich klasse. Ich meine, Batterien halten, das ist ja mit dieser LED-Technik so schön, dass Batterien dadurch da auch ewig halten mit drin. Ne? Ja. Und diese sehr klein, sehr kompakt, aber enorm leuchtstark. Ich hoffe, das kommt einigermaßen hier rüber bei Ihnen, auch im Fernsehen. Ich bin absolut begeistert, wie viel Licht die vor allem machen. Und wie robust ist das? Und wie robust die ist, Monika. Ja. Monika zeigt das mal gerade in der Demonstration. Taschenlampe. Sehr gut, sehr gut. Und mit Magnethalterung, das heißt, die kannst du ganz einfach mal an Kühlschrank machen, an Sicherungskasten, überall, wo metallische Oberflächen sind, oder sie hängen es einfach so irgendwo auf. Man kann kaum reinschauen. Nee, man kann wirklich kaum reinschauen. Ne? Der Harald aus Hannover schreibt uns zumindest vielseitig einsetzbar mittels Magnethalterung am verstellbaren Bügel, so nennt man das. Zum Beispiel habe ich die Lampe am Tischbein meines Computerarbeitsplatzes angebracht. Aha.
So kann ich auch bei schlechten Lichtverhältnissen auch mal unterm Schreibtisch hinter dem Rechner Änderungen vornehmen. Oder zusätzliche Komponenten verkabeln. Ja. Schlägt auch mal unter dem Schreibtisch hinter dem Rechner. Nee, manchmal hast du doch da so USB-Steckplätze, wo du irgendwas reinstecken willst, was nicht toll ist. Ja. Also das ist echt Festbeleuchtung. Ach so, bevor ich das vergesse, bevor das untergeht, wind- und wetterfest. Ah, auch das für draußen. Super. Auch für draußen. So, für Arbeiten, für handwerkliche Arbeiten, Reparaturen, Camping, Werkstatt, als Pannenleuchte. Schlüsselloch. Schlüsselloch zum Beispiel, ja klar. Ja, also mal eine vernünftige Beleuchtung, frei von irgendwelchen Anschlüssen mit der NC3906 und der 569 mit haftstarken Magneten. Die sah sehr vernünftig aus. Die sah gut aus. Sehr robust auch. Dabei 70 Gramm leicht, ohne Batterien sozusagen. Ohne Batterien, ja. Aha. So. Mach das auch. Danke, Diana. So, ein Amboss für Sie. Mobil einsetzbar? Nein. Was ist das denn? Das ist ein Reisenackenhörnchen. Das ist ein Hörnchen? Gib mir hier, ich brauche bald. Diana braucht das. Diana braucht das. Achtung. Weißt du, was die kosten im Flughafen? Ja, mehr als 5 Euro. 20 Euro mindestens. Mindestens. So. Und die sind dann meistens fest irgendwie so mit Sand gefüllt oder so. Das heißt, sie nehmen auch noch viel Platz und kostbares Gewicht weg. Keine Luft. Kann ich auch. Die haben sogar einen Blasebalg mit drin. So. Ach so. Du kannst sie aufpusten. Diana Fusch. Diana Fusch, Moment. Ich pumpe. Ah, geht doch. Ich muss ja erst das Ventil zu machen. Warte mal, das wäre ja kontraproduktiv. Ich kann auch pumpen, Moment. Wer schneller, warte. Nee, du pustest, ich pumpe. Nee. Also so, sehen das bei Carsten, da ist so ein kleiner Blasebalg integriert in dieses Nackenhörnchen. Bei mir geht es besser. Sie müssen nicht mal selber pusten. Wir können das hier mit diesem kleinen Blasebalg. Ich bin schon fertig. Entschuldigung, ich bin staatlich geprüfter Pumper. Ich mache das gewissenhafter. Diana kann schon sich entspannt zurücklehnen. Wenn man nämlich keine Lehne hat, dann ist so ein Nackenhörnchen fantastisch. Im Auto, im Flugzeug, in der Bahn, überall kann man hier ganz entspannt schlafen, ausruhen. Diana ruht schon, sehe ich gerade. Während Diana schon ruht, ist der Ruder noch am Pumpen. So, ich bin aber jetzt auch fertig. So, dann schnippe noch rein. Zack. So. Möchtest du dich ausruhen? Oh, mein Mikrofon. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich so schön gepumpt hier. Zack. Danke. So, also. Das sieht aber auch gemütlich aus. Ach, guck, die kannst du vorne noch zusammen machen. Das ist also, das haben auch wenige. Das haben die in England auf der Autobahn aufgenommen, ne? Mhm. Ja. Diana auf der Motorway. Ja, das war, ja, ist doch der rechte Platz, nicht der linke. Es ist aber auch im Auto sehr, sehr gut, auch als Fahrer, wenn man sich zwischendurch mal hinlegen muss. Es gibt kaum einen unbequemeren Ort als ein Auto auf dem Beifahrersitz. Wenn du eine lange Fahrt hast und willst nur mal ein Nickerchen machen. Ja. Noch schlimmer ist Flugzeug, wenn du sowieso so kurze Flüge hast. Ja, so 2-3 Stunden, wenn du da so eine Pritsche hast und dann versuchst du den Kopf anzulegen, es geht einfach nicht. Im Zug auch nicht. Oh. Im Zug geht es überhaupt gar nicht, da braucht man sowas. So. Das Coole ist halt, dass die keinen Platz wegnehmen, weil die mit Luft gefüllt sind. Ja. Der Blasebalg ist auch noch dran. Ich finde auch die Farbe schön, da gibt es ja die hässlichsten Muster auch. Das Schlimmste, wenn die hängen so auf dem Rucksack und dann du gehst zum Beispiel durch alles und das wird schon alles schmutzig und dann du alles zu deinem Gesicht, zu deinem Nacken, super unhygienisch. Hier, sie machen das alles klein, ich zeige jetzt Ihnen. Moment, so schnell, zack. Schnell, schnell. Hier, guck mal. Hier, kannst so du das klein. Jetzt in deine Handtasche packen oder Jackentasche? Unser ultraleichtes Reisenackenhörnchen hat die Bestellung bei MX8489 und die 569 können Sie gerne bis zum 5. Mal bestellen. Wenn Sie viel unterwegs sind, brauchen Sie sowas. Das ist ganz einfach mitzunehmen. Das war unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Alles hat nur 5 Euro gekostet. Sie müssen schnell sein. Da wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit den Produkten.